Hallo Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge Survival Games hier. Ich nutze diese Folge gleich mal als kleines Infovideo, denn das hier ist ja nachkommentiert und ich kann mich hier halt besser konzentrieren, als wenn ich also in-game bin. Und ja, ich sage euch erstmal hier, was so folgen wird auf dem Channel. Also, es werden Endergames folgen, Survival Games, Hide and Seek, One in the Chamber, ja, halt die ganzen bekannten Spielmodi. Natürlich auch noch mehr. Und ich weiß ja nicht, ob ihr es wisst. Okay, das kam komisch rüber. Vielleicht kennt ihr den Server ja schon von MC Expert. Der hat jetzt seit 8.6. 16 Uhr hat er seinen eigenen Server offen. Und da gibt es halt auch richtig coole Games, zum Beispiel Brainbow. Da gibt es halt 4 Teams. Und ja, es gibt halt 4 Teams und man muss halt die Teams. Von den Teams halt so Leben abziehen und in jedem Team sind 4 Spieler. Aber dazu werde ich noch Videos machen, also keine Sorge, ich werde es machen. Also, dann komme ich dazu, wann ich so Videos hochlade. Also Videos, wenn ich Zeit habe, werde ich wahrscheinlich jeden Tag hochladen. Ich werde vorproduzieren, vielleicht auch nicht, mal sehen. Vielleicht kommen auch ein paar spontane Folgen. Auf jeden Fall kommen pro Tag höchstens 2 Videos. Das heißt, ihr habt immer was zu gucken. Ja. Und natürlich auch habe ich Gäste dabei. Gäste hört sich behindert an. Einfach Kollegen, die da mit mir zocken oder einfach in der Skype-Konfi mit drin sind. Damit es natürlich ein bisschen interessanter wird. Und ich sehe gerade das Gameplay im Hintergrund. Ist noch ganz schön lange. Also weiß ich gar nicht, was ich labern soll. Und ich habe gerade mal 2 Minuten rum. Mal ein bisschen mehr erzählen, also für die nicht wissen, was Endergames ist, aber eigentlich weiß das ja jeder. Bei Endergames sind halt 24 Spieler. Es ist halt so aufgebaut wie Survival Games, bloß dass du halt geportet wirst. Sonst ist es eigentlich nichts anderes. Und es gibt kein Deathmatch. Das ist eigentlich Endergames. Natürlich auf dem Server Gomma.de, es gibt auf keinem anderen Server Endergames, weil das glaube ich Copyright ist oder so, denke ich mal. Ja, und ich werde auch immer die Server verlinken, auf denen ich gerade spiele, in der Beschreibung. Ja, natürlich werde ich auch die Channels verlinken von den Kollegen, mit denen ich aufnehme, falls sie einen Channel haben, natürlich. Und vielleicht kann ich noch was zum Gameplay sagen hier. Ja, und auf jeden Fall habe ich gewonnen, sonst würde ich das glaube ich nicht nehmen. Und ich habe es mitten in der Nacht erspielt und ich nehme das auch mitten in der Nacht auf, also bin ich ein bisschen ruhiger. Ja, wenn euch die Qualität von meinem Mikro noch nicht gefällt oder wie ich das so kommentiere hier, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich bin immer offen für Verbesserungsvorschläge. Jo, was kann ich sonst noch sagen? Keine Ahnung. Naja. Auf jeden Fall habe ich gerade richtig Bock auf Videos auf YouTube. Und ich bin dann nicht so einer, der sagt, jo, jetzt nehme ich was auf. Ja, ich werde Fame auf YouTube. Nee, ich habe einfach Spaß am Zocken und am Aufnehmen und ich unterhalte auch gerne Leute, sonst würde ich den Kacke ja nicht machen. Ja, Alter, also ich finde es einfach richtig geil. Achso, ist gerade eingefallen, ich werde auch so verschiedene Challenges in den Games machen. Zum Beispiel in Survival Games, dass ich nur mit dem Holzschwert kämpfen darf oder so. Oder dass ich einfach kein angreifen darf. Ja, oder dass ich irgendwie, keine Ahnung, immer nur, ich weiß nicht, nur mit Bogen kämpfen darf oder so. Ja, das wäre schon ganz lustig. Oder nein, Sieg, einfach nicht solid werden, also sozusagen immer in Bewegung sein. Mal wegrennen vor den Spielern. ja. So, ich habe noch 3 Minuten zum Labern. Und kann ich so erzählen jetzt hier? Soll auch ein bisschen interessant sein. Obwohl ich gar nicht interessant sein kann, weil ich gar keine Themen habe. Scheiße.
bin unvorbereitet. Ich bin cool. Naja. Ich kann ja vielleicht noch was zu mir sagen. Also, ich bin 13 Jahre alt. Ich heiße Max und keine Ahnung, was kann man noch sagen? Wenn ihr wollt, könnt ihr mich bei Skype adden. Vielleicht mache ich meinen Namen ja in die Beschreibung. Noch keine Ahnung. Ah, ich glaube, ich packe meinen Namen in die Beschreibung einfach. Und Deathmatch geht auch gleich los. Interessant, interessant. Also, es wird noch relativ knapp, würde ich sagen. Und der da wollte mich trollen. Ein bisschen. Guck mal, der steht da unten rum. Und da wollte ich TNT reinlegen. Aber ich konnte das nicht, weil da so ein hässlicher, wie nennt man das, Falte ist. Naja. Also wie gesagt, es ist mitten in der Nacht. Das heißt, ich bin ein bisschen müde, aber ich wollte das jetzt unbedingt aufnehmen. Weil ich was hochladen wollte unbedingt. Naja. Vielleicht werdet ihr es merken, meine Mikroqualität ist nicht so die beste. Ich habe leider erst im Oktober Geburtstag und da werde ich mir ein gute NT1A wünschen. Wünschen, naja, kaufen einfach. Vielleicht auch ein besseres, wenn ihr ein besseres findet. Aber das benutzen ja viele. Naja, wo ist denn das Deathmatch? Da lag ich echt ganz schön doll rum, muss man mal so sagen. Ich hatte Glück, dass die mich nicht angegriffen haben und der war AFK, der Typ. Naja. Schon witzig. Und da hatte ich Glück, dass ich noch das Steinschwert bekomme und einen Bogen. Und ohne Bogen wäre ich echt aufgeschmissen. Weil ich hab die echt gut getroffen, gerade mit Bogen. Und den anderen. Der. Was laber ich gerade? Bin gerade voll verpeilt. Ich würde sagen, den hier staube ich ab, wollte ich sagen. Naja. Ah, habt ihr noch gesehen, es wurde noch relativ knapp. Der hat mir noch gut gezogen. Ja, ja, GG. Das meine ich sowieso nie ernst. Ich schreib's einfach nur so aus. Langeweile. Naja, Leute, das war's. Haut rein.